Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen heute einmal Bremsen wechseln bei dem hübschen BMW E60. Wir haben bei dem schon mal Klötze gewechselt, beziehungsweise Keramikklötze, vorne auf der Vorderachse. Videolink unten in der Infobox oder einfach auf dem Kanal suchen. Da werdet ihr es auf jeden Fall finden. Und wir möchten jetzt hier einmal auf der Hinterachse Klötze wechseln, Keramikklötze. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Ja, von ATE, von der Marke ATE. Die Bremsscheiben lassen wir, die sehen noch gut aus. Und ja, bei dem Video haben wir noch der Bremssattel überholt, aber das war ein Video für Autodoc. Autodoc-Link unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das Video gerne angucken, da haben wir über das Thema Bremsflüssigkeitsverlust geredet. Da haben wir dieses Auto für benutzt. Und ja, alles Weitere, würde ich sagen, los geht's. So, wirklich als allererstes, bevor ihr die Bremsklötze an dem E60 wechseln möchtet, ist es den Bremsflüssigkeitsbehälter freilegen, weil es kann passieren, dass wenn ihr die Kolben reindrückt, dass euch Bremsflüssigkeit ausläuft. Deswegen das Ganze entweder mit Lappen umlegen oder vorher ein bisschen Bremsflüssigkeit abpumpen. Wir legen den jetzt einmal frei. Was benötigen wir? 13er Nuss mit einem Steckschlüssel, Schraubendreher, dann müssen wir einmal den Innenraumfilter einmal rausholen. Dann haben wir hier einmal solche Haken, die wir lösen müssen. So, dann müssen wir einmal an der Verkleidung hier die Halterung einmal hochdrücken, dann können wir das Ganze einmal abziehen, weil hier befindet sich auch nochmal eine Klammer, die wir lösen müssen. Anschließend haben wir hier einmal, in dem Fall, ich glaube, die Schraube wurde hier schon mal gewechselt. Hier ist eine 25er Torx, den wir abschrauben müssen. Und dann können wir das Ganze einmal abmachen. Und dann sehen wir auch hier den Bremsflüssigkeitsbehälter. Den legen wir frei. So, dann umlegen wir das hier einmal mit Lappen. Und dann können wir an die Bremse gehen und die Bremsen wechseln. So, dann müssen wir hier die Klammer abmachen. Als nächstes nehmen wir hier jetzt die Schutzkappen ab. So, und mit einem 7er Imbus können wir dann hier die Führungsbolzen abschrauben. So, die müssen wir auch sauber machen, fetten. Da sieht man schon Rost, weil wichtig, der Bremssattel bewegt sich hier auf den Führungsbolzen. So, das gleiche oben. So, das gleiche auch oben. Und dann können wir den Sattel auch einmal abmachen. So, hier sehen wir dann auch einmal die Klötze. Ja, da ist noch reichlich Belag drauf, wie ihr hier sehen könnt, wenn ihr fokussiert. Da ist noch reichlich Belag drauf, aber so wie ich den Kollegen hier kenne, der würde die auch wechseln, nur weil die dreckig sind. So, das gleiche auch hier. Ja. Wechseln wir das Ganze. Wichtig, den Sattel nicht hängen lassen. Entweder aufhängen oder oben hinlegen, sodass der Bremsschlauch nicht belastet wird, obwohl der Bremssattel beim E60 hinten echt einfach ist. Mit einer 18er Nuss schrauben wir hier die zwei Schrauben ab für die Bremsgabel, weil wir die sauber machen müssen. Kann man dann einmal sehen, wie so eine Bremsgabel dreckig aussieht. Wir müssen die Stellen da, wo der Klotz sitzt, das alles hier sauber machen. Da haben wir ja schon etliche Videos von gemacht, wie ich so eine Bremsgabel sauber mache mit einer Drahtbürste bzw. Bohrmaschinen. Mit einer Bohrmaschine, mit einem Drahtaufsatz das Ganze hier sauber machen, mit einer Feile rübergehen.
Ich mache das eben sauber und dann schmieren wir das Ganze und bauen das Ganze wieder ein. So, wenn wir das Ganze dann sauber haben, da sieht man, wie schön das glänzt. Können wir das Ganze dann einmal zum Beispiel mit Texter, Dauerschmier, Stoff, Kauflink, alles unten in der Videobeschreibung. Einmal schön hier sauber, schön schmieren. Wichtig ist es dann einmal mit Schleifpapier oder diesem Schleifbett, je nachdem wie hartnäckig der Rost ist. Oh, geht weg. Die Führungsbolzen sauber machen. So, und das Ganze auch einmal schmieren. So, natürlich beide. Wichtig ist es jetzt den Bremssattel. Dann müssen wir natürlich den Kolben einmal prüfen, dass die Manschette heile ist. Die war nämlich auf der anderen Seite nicht heile, die haben wir in Stand gesetzt. So. Den Bremssattel können wir hängen lassen, der ist echt leicht. Aber soll man eigentlich am besten auf einem Haken aufhängen. So, und dann drücken wir den. Man kann das mit dem Spezialwerkzeug zurückdrücken oder mit einer Zange, also mit einer speziellen Schweißzange, sage ich mal. Kauflink alles unten in der Videobeschreibung. Dann drücken wir das Ganze hier einmal rein. So. Können mit einer Drahtbürste hier noch durchgehen und hier diesen ganzen Bremsstaub mit rausmachen. So, dann können wir den Sattel wieder oben hinlegen. Ja, dann nehmen wir die Bremsgabel und können die wieder festschrauben. So, und die beiden Schrauben ziehen wir mit 110 Newtonmeter fest. So, dann nehmen wir die neuen Klötze. So, und können beide Führungsbolzen wieder ansetzen. Beide Führungsbolzen bekommen 30 Newtonmeter. So, und dann die Kappen wieder drauf, damit da kein Wasser reinkommt. So, und dann haben wir das Ganze hier erledigt. Wichtig, jetzt noch die Klammer drauf machen. So. Ja, wichtig, was es noch zu beachten gibt, auf der Seite haben wir keine Verschleißanzeige, die befindet sich auf der rechten Seite. Auf der Seite können wir jetzt Reifen drauf machen und haben den Bremswechsel durchgeführt. So, wichtig, nach der Reparatur ein paar Mal das Bremspedal betätigen, damit die Kolben, die wir reingedrückt haben, wieder rauskommen können. Bis ihr einen Widerstand spürt. Also wichtig, nachdem ihr dann die Reparatur gemacht habt, Bremsflüssigkeitsstand natürlich kontrollieren. Gegebenenfalls nachfüllen das Ganze. Ja, hier passt es. So, und das Ganze natürlich wieder rückwärts zusammenbauen. Ja, Leute, und jetzt haben wir die Bremsen gewechselt. Und was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, Kauflinks alles unten in der Videobeschreibung. Schreibt mal drunter, wer schon mal selbst Bremsen gewechselt hat. Wichtig, Bremsen immer mit jemandem wechseln, der auch Ahnung davon hat. Ja, Leute, eine Sache habe ich vergessen. Der E60 zeigt euch ja an, wie viel Prozent Bremsbelag ihr noch auf der Hinterachse oder auf der Vorderachse habt. Das müssen wir natürlich auch zurücksetzen. Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Deswegen neuer Tag, neues Video. Das ist aber eine kurze Einblendung, die in das Video mit reinkommt. Und ja, wichtig, Verschleißanzeige immer neu machen, sonst kann eine Fehlermeldung kommen, wenn ihr die Bremsen zurücksetzt. Und ja, da könnt ihr mit dem Diagnosetester entweder zu einer Werkstatt fahren oder es gibt da so viele unterschiedliche Adapter,
mittlerweile, wo ihr das mit dem Handy zurücksetzen könnt, zum Beispiel mit Kali oder Karista. Oder schreibt unten in die Kommentare, welche Adapter ihr noch kennt, womit man das zurücksetzen kann. Und ja, das muss noch gemacht werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und alle wichtigen Fragen unten in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.